Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin MagiGiraffy und heute unser Weg Gefechtsstation mit dem japanischen Stufe 1 Schiff nach Hashidate. Wie man sieht, das Schiff hat zwei Geschütze, eins vorne, eins hinten. Aber dafür hat die ein Doppelgeschütz auf bei beiden Geschützen, sodass sie auch immer gleich 4 Granaten schießen kann, maximal. Geforscht sogar noch mit Torpedo. Gesichtet. Da haben wir ja einen gegnerischen Kreuzer gesichtet. 200 Fächer. Müssen wir alle Zugang. Berechtigung erlangt hat. Auto. 200 Fächer. Ich müsste jetzt fliegen. Den 200 Fächern. Was meistens so maximal 3-4 Spieler auf beiden Seiten und der Rest wird kurz aufgefüllt. Der große Bergfläche war ein Mensch Spieler auf beiden Seiten. Und die Schiffe der Bots haben halt Pfeile drauf. Wenn man dann selber mit Torpedos ja, dann fällt man halt auf. Wenn man den anderen Menschen Spieler nicht rechtzeitig findet, findet er einen selbst, aber auch den Torpedo. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ich hab den ersten Kill gemacht. Hier sieht man auch, der gegnerische Spieler hat mit der Aerie, mit dem amerikanischen Stufe 1 Schiff. Haben wir eine Aerie? Ich glaube, da war der Aerie beim Spielen. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Den hätte das nicht, also Mensch, ich glaube. Das war dann nämlich was mir auch aufgefallen war, dass viele mit Taten fahren, durch die Bergschiffe. Bei 1 gegen 1 mit 11 Bots weiß man dann genau, welches schießen muss, welches ein Spieler selber gefährlich werden kann. Der menschliche Spieler halt 90% treffsicherer sind. Hat auch so manches dabei, die ist wirklich perfekt.
Kreuzer versenkt. Dazu. Gegnerischen Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Matches, Siege,
Kreuzer gesunken. So, da haben wir noch das Gefechtsergebnis. Also 8-mal haben wir Verteidiger gemacht, 13 Brände gelegt, 9 Kills, 8 Ausfälle verursacht, 202 Treffer, davon 196 Durchschläge, 6-mal waren es keine Durchschläge. Insgesamt haben wir 43.500 Schaden gemacht. Erstes Blut kriegt man, wenn man das erste Schiff der Partie versenkt. Marinekriegsführung, Waffengrundlage. Verursachen sie zum ersten Mal so und so viel Schaden. Warum das hier bei den Gefechtsaufzeichnungen nicht das ordentlich anzeigt, keine Ahnung. Großkaliber, die Krake freigelassen für 5 Kills und Unterstützermedaille. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Gefecht.